Was geht, Topskid? Einen guten Tag, einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für eine weitere Rezension und zwar diesmal zu Only Mostly Devastated von Sophia Gonzalez. Das hier ist, glaube ich, erst vor ein paar Monaten oder so rausgekommen. Es ist auf jeden Fall noch nicht alt und es wurde gepitcht als ein schwules Grease. Und Entschuldigung, wenn das nicht alles ist, was unser aller Herz begehrt, dann weiß ich es nicht. Also es geht um Olli. Und Olli ist für den Sommer in so einem Sommerhaus gezogen mit seiner Familie, um sich besser um seine kranke Tante kümmern zu können. Die hat nämlich Krebs und ihr geht sehr, sehr schlecht. Die hat aber zwei Kinder und einen Ehemann und Ollis Familie hat sich gedacht, hey, für den Sommer ziehen wir da einfach hin und helfen. Ja, in diesem Sommer lernt Olli Will kennen und die beiden mögen sich auf Anhieb. Jeder weiß, dass Olli schwul ist, also er ist openly out. Alles gut. Es ist mehr oder weniger Liebe auf den ersten Blick zwischen Will und Olli. Die beiden verstehen sich super gut. Sie verbringen ab dem Moment, in dem sie sich kennenlernen, eigentlich jede freie Sekunde miteinander. Und als der Sommer zu Ende geht, versprechen die beiden sich auf jeden Fall in Kontakt zu bleiben, weil sie einander halt nicht verlieren oder aus den Augen verlieren möchten. Ist das Deutsch? Ich weiß es nicht. Alles kommt dann aber anders als gedacht, als es der Tante von Olli dann doch sehr, sehr schlecht geht und die Familie sich dazu entscheidet, nicht nur den Sommer da zu bleiben, sondern dass sie erstmal für eine Zeit dort bleiben. So, dass Olli die Schule wechseln muss und grundsätzlich wäre das ja eine coole Sache. Nur meldet sich Will nicht mehr und Olli weiß nicht wieso. Und dann treffen die beiden in der Schule wieder aufeinander und ihr müsst dann selbst lesen, was abgeht. Es ist nämlich so, dass Will nicht out ist. Ja, das ist, worum es geht. Meine Meinung. War das Buch gut? Ja! Es hat 4 Sterne bekommen. Ich finde es super süß. Ich fand den Schreibstil von Sophia Gonzalez super. Ich fand, das erste Kapitel war mit eins der besten ersten Kapitel, die ich jemals gelesen habe. Ich finde, Ollis Humor ist fantastisch. Aber finde ich es verdient, diesen krassen Hype, den es bekommt? Also, kommen wir zu meiner Meinung. Ich verstehe die Comparison zwischen, also den Vergleich zwischen dem hier und Grease auf jeden Fall. Es hat sich sehr Grease-mäßig angefühlt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich halt die ganze Zeit auf Lida gewartet habe, weil ich halt dumm bin. Und ich habe gelesen Grease und ich so, oh, summer loving happens fast, you know. Und es hatte logischerweise keine Lida oder Football. Die hatten nicht mal, also Will war Mann, ich habe so Sprachprobleme, es tut mir leid. Will war nicht mal so ein Bad Boy, wie halt John Travoltas Charakter war oder so. Also, es war halt nur Grease, weil die sich halt im Sommer kennengelernt haben und dann wechselt Olli die Schule und dann treffen sie sich wieder und alles ist nicht so, wie es scheint. Es war mein eigener Fehler, dass ich gedacht habe, es würde gesungen. Das ist meine Schuld. Also, die guten Dinge. Olli als Charakter. Ich liebe Olli. Olli war so lieb, so gut erzogen. Oh mein Gott, ich liebte ihn. Er war so toll und er hat sich so gut um seine Nichte und seinen Neffen gekümmert und er war immer für seine Tante da. Und Ollis Humor war einfach voll meins. Und immer wie er reagiert hat, wenn er Will gesehen hat und er war der Süßeste. Und dann Will. Man hat Will einfach so angemerkt, wie krass der in Olli verliebt war. Wow, Freunde, das war Liebe. Immer wenn er den gesehen hat, haben die Augen geleuchtet und ich war so, mein Gott, ist das süß, ist das süß. Er hat aber auch ein paar Sachen gemacht, wo ich mir dachte, Will, du tust uns jetzt gerade allen unnötig weh. Keiner von uns hat das verdient. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass das okay ist. Ich meine, ich verstehe, dass Will halt noch nicht out war und dass er Angst hatte, er hatte Angst vor den Reaktionen von seinen Freunden und von seinem Vater besonders. Und ich verstehe das. Und man kann ihn nicht dazu drängen, sich zu outen, nur weil Olli halt out ist. Ne? Ich verstehe das. Aber er hat ein paar Sachen gemacht, wo ich dachte, Will, Mann, du tust mir weh. Und ich bin nicht mal mit dir zusammen. Wisst ihr? Und Olli musste halt schon viel ertragen. Und es tat Will auch leid und er hat sich auch immer entschuldigt. Und ich konnte seinen Standpunkt verstehen. Aber, yo, der hätte ruhig mal ein bisschen mehr nachdenken können. Ich muss leider gestehen, dass ich bei dem Buch geweint habe. Ich weiß nicht, was da los war. Das war ein ganz komischer Tag für mich. Und dann war ich am Lesen und dann ist was Schlimmes passiert. Und ich war so, meine Seele. Und dann habe ich geweint. Also, das muss man dem Buch auch zugutehalten, weil ich dieses Jahr so selten in Büchern geweint habe. Wow, ich bin so enttäuscht generell. Was heißt dieses Jahr? Dieses Video kommt jetzt im Januar. Also von daher, sorry. Als ich das hier drehe, ist es noch
2020, aber wenn ihr das hier seht, es ist 2021, also in Zukunft. Naja, auf jeden Fall habe ich letztes Jahr nur sehr, sehr wenig in Büchern geweint und generell war mein Jahr quantitativ super gut, aber qualitativ halt nicht so gut. Und deswegen rechne ich dem Buch schon hoch an, dass es mich zum Weinen gebracht hat. Was kann ich noch sagen? Mir war das Ganze ein bisschen zu wenig Liebe. Ich verstehe das, weil Will halt eben nicht off and out war und Olli keinen Bock hatte, im Versteck irgendwie was laufen zu haben. Deswegen waren die beiden halt sehr lange einfach nur Freunde. Es macht Sinn, fand ich es absolut traurig. Ja, wollte ich mehr von denen zusammen, aber absolut. Und ja, das war so ein kleiner Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall hatte. Aber was mir super gut gefallen hat, ist, dass ich, was die Denkweise anging, die ganze Zeit bei Olli war. Olli hat was gedacht und ich so, ja, das ist auch mein Gedanke. Und Olli hat wieder was gedacht und ich so, ja, Olli, wir sind Seelenverwandte. Oh mein Gott, du bist der schlauste Mensch. Ich war voll auf Ollis Seite. Und dann gab es ein Gespräch mit, so zwischen Olli und Will, ein klärendes Gespräch, was, oh, let me tell you, mir das Herz rausgerissen hat. Oh, wow. Olli hat mal Klartext geredet und Will saß da und musste sich das geben. Und, it hurt. Freunde, it hurt. Aber es musste sein. Weil während des Gesprächs war ich halt komplett auf Ollis Seite. Ich hatte gar keine anderen Punkte, also ich habe gar keine anderen Meinungen zugelassen. Ich habe das gelesen, ich so, ja, Olli hat recht. Und dann, gegen Ende, hatte Olli auf einmal so eine Eingebung. Und dann hatte ich dieselbe Eingebung und Olli ist einfach so schlau und so, ja, ob man das weise nennen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber er ist sehr, ja, so street smart. Wisst ihr, was ich meine? Also er war die ganze Zeit sehr ich fixiert und hat die ganze Zeit gedacht, darüber nachgedacht, was Wills nicht offen schwul sein für ihn bedeutet. Wisst ihr? Also okay, jetzt muss ich mich verstecken, er will mich nicht zeigen. Und damit hat er auch recht. Ich finde, dass man von Olli, nee, oder von keiner Person, die schon offen out ist, verlangen kann, dass, ja, wie soll ich das sagen, dass man halt irgendwie so zurück in den Schrank geht, nur um mit jemandem zusammen zu sein, der halt eben nicht offen out ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, das kann man von der geouteten Person nicht verlangen. Andererseits kann man natürlich auch nicht verlangen, dass die nicht geoutete Person sich outet, weil das muss natürlich passieren, wenn die Person bereit ist, das ist ja klar. Aber ich konnte halt beide Sichtpunkte verstehen, also Ollis als auch Wills. Und als Olli dann gegen Ende so eine Eingebung über Wills Verhalten hatte, was trotzdem unentschuldbar war an manchen Punkten, konnte ich dann doch verstehen, was Will gemacht hat und ich fand es, oder warum Will das gemacht hat und warum Will so gedacht hat, wie er gedacht hat und warum er dachte, dass er die Sachen, die er gemacht hat, halt machen musste. You know what I mean? Und ich fand das schön, dass das Thema halt auch angesprochen wurde, weil oft liest man Bücher und die Protagonisten haben halt eine Meinung und weil man halt im Kopf der Protagonisten ist, denkt man als Leser, außer sie liegen natürlich komplett falsch, ne? Aber oft denkt man dann halt als Leser, okay, das stimmt. Das ist der einzige Weg, so muss es sein. Und ich fand es schön, dass Olli diese Eingebung hatte und dem Leser dadurch gesagt hat, ey, es gibt auch andere Sichtpunkte. Wisst ihr, was ich meine? Ich fand das, oh, ich fand das so toll. Und wie es zum Ende kam, fand ich auch mega süß. Freunde, ich fand's so süß. Aber es war mir ein bisschen zu kurz. Ich finde, dadurch, dass es ja doch so wenig Liebe ist, hätte es halt doch noch was länger sein können, weil das Ende relativ abrupt kam. Die Freunde, die Olli macht, oh mein Gott, ich liebe sie so sehr. Das eine, ich habe jetzt leider absolut ihren Namen vergessen. Lara. Ihr Name war Lara. Also, sie habe ich am Anfang so gehasst und dann, oh mein Gott, habe ich mich so in sie verliebt. Dasselbe, wie halt Olli es erlebt hat. Olli war halt auch am Anfang voll Anti-Lara. Und ich war so, ich bin auch Anti-Lara, weil was macht die denn da? Und dann lernt man Lara besser kennen und versteht, warum sie macht, was sie macht. Und oh mein Gott. Lara ist so precious. Man muss sie beschützen. Oh mein Gott, ich liebe Lara. Sie ist so toll. Ich fand es aber ein bisschen unrealistisch, wie schnell Olli neue Freunde gefunden hat. Das muss ich schon sagen. Aber alles in allem, alles okay. Ich finde, wie gesagt, Olli und Will super süß zusammen, deren Dynamik. Man hat auch Flashbacks zu dem Sommer, in dem sie sich halt kennengelernt haben und oh mein Gott. Süßheit pur. Empfehle ich das Buch? Ja. War das jetzt eine sehr, sehr kurze Rezension? Ja, das war's. Aber, naja, was wollen wir machen? Ich habe einfach nicht so viel zu dem Buch zu sagen, außer, dass ich es auf jeden Fall empfehle, dass ich auf jeden Fall sage, wer auf so Mail-Mail-Sachen steht, sollte es auf jeden Fall lesen. Es ist auch gar nicht grafisch oder so, also es gibt nicht wirklich so Sexszenen oder irgendwie sowas, das gibt es auch nicht. Ich fand den Zusammenhalt der Clique super toll und ja, 4 Sterne. Wie gesagt, wer Interesse hat von mir, kriegt auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Und das war's. Ich hoffe, diese Rezension hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!